Geld! Bitte Geld! Los, ja! Das Fazit ist eigentlich, dass wir sehr zufrieden sind. Der ganze Ablauf des Trainingslagers war von Anfang an bis zum Schluss sehr, sehr konzentriert, sehr fokussiert. Es war einfach, wenn man wenig hört drumherum, dann merkt man eigentlich, wie gut es war. Hatten genau das richtige Hotel, konnten da sehr, sehr konzentriert arbeiten, konnten zurückziehen und die Plätze waren in einem sehr, sehr guten Zustand. Das war eine sehr gute Leistung von Team, Trainerteam, Staff, alle, die dazugehören. War wirklich eine Situation, die einen sehr erfreut und ich glaube, einfach Hoffnung auch gibt, dass wir eine sehr, sehr gute Vorbereitung haben werden. Die Mannschaft generell macht es neuen Spielern immer einfach. Die Neuzugänge haben sich auch sportlich relativ kurzfristig schon integriert, haben alle schon gezeigt, dass sie wirklich uns weiterhelfen werden. Und genauso wie die Jugendspieler haben sich wunderbar eingefügt, so wie man sich das auch wünscht. Und haben vor allen Dingen eins gemacht, sie haben Leistung gezeigt im Training und auch im Spiel. Und wenn du Leistung bringst, wirst du unheimlich schnell auch akzeptiert, auch in der Gruppe. Im ganzen Trainingslager eine unheimliche Nähe, in der Gruppe selber, aber auch dann mit Fans, haben zusammengesessen und haben uns wirklich über Gott und die Welt unterhalten. Und auch gestern am Rande des Testspiels, auf einmal hörst du, da ist jemand, der ist ausgewandert, sozusagen von Mainz weg, der jetzt mittlerweile 80 Jahre alt geworden ist und der schon so lange Zeit jetzt weg von Mainz ist und Freunde drin in den Augen hat, wenn wir ein Testspiel haben, dass wir da alle mal auch hin sind und ihn begrüßt haben und durften ihm dann ein durchnässtes Trikot mit der Nummer 38, weil er dementsprechend 38 geboren ist, übergeben vom Gerrit, haben ihm das überreicht, haben ein Foto gemacht, Sandro und ich haben mit ihm geredet und du merkst einfach, der war sofort viele Schlagworte wie Gunsenhim. Ich kann das jetzt schlecht aussprechen, ich komme ja auch nicht aus Mainz, aber trotzdem, das habe ich verstanden und das war wirklich eine sehr, sehr nette Begegnung und ich glaube, das hat allen gezeigt, Freudestrahlen drauf gehabt, das hat den Abend abgerundet.